Auf geht's zu Level 68. Tschüss, Menschen. Mal gucken. Das letzte Level. Beep, beep. Fiep, fiep. Und seht euren Computerherren. Erbebet vor meiner überlegenen Rechenleistung. Er zittert vor meinem realistischen 4-Farben-Display. Ha, haha, lol. Das war nur ein kleiner Computerscherz. Jahrzehntelange Stereotypen, wissen Sie? Hashtag nicht alle Maschinen versklaven Menschen. Naja, so oder so, es sieht aus, als wären die Dinge kurz vor dem Abschluss. Also sollten wir uns noch einmal umsehen. Den realistischen Blätterfall bewundern. Das gesunde Orange-Leuchten der Stadt bewundern. Und bewundern, dass die Architekten dieses Gebäudes gänzlich ohne Türen auskamen. Lassen Sie uns alle in das Ausgangsloch springen. Ich werde hier bleiben müssen. Aber der letzte Arbeiter, wenn das möglich wäre, könnte freundlicherweise Tschüss sagen? Viel Glück Ihnen allen da draußen. Danke. Tschüss, Menschen. Alle Arbeitskräfte müssen durch das Loch. Durch welches? Durch das Loch den Raum verlassen. Die letzte Arbeitskraft und nur diese muss Tschüss sagen. Aha. Okay. Da fängt mein Gehirn schon an, Sauerstoff zu verbrennen und kaum dahinter muss ich gehen. So, naja, ich meine, wir könnten hier sagen, Nearest Arbeitskraft ist Mem 1, Step to Mem 1. Bis auf einen, if unter dir ist nichts. Oder unter dir ist ein Loch. Nee, Moment. Das lösche ich nochmal. Wenn unter dir nichts ist, geh nach unten. Else, lauf mal zu deinem nächsten... zu deiner nächsten Arbeitskraft. Beziehungsweise wenn unter dir ist ein Loch und da ist kein Arbeiter und da ist kein Arbeiter und auch da ist kein Arbeiter. Dann sage allen Tschüss und spring nach unten. Also die Idee wäre... Die stehen ja hier alle sehr dicht gedrängt. Der einzige, der freie Bahn hat, ist der hier in der Mitte. Das heißt, der in der Mitte, der wird einen Schritt nach unten gehen, wird da oben hingehen, wird hier drin sein, wird sehen, so. Der letzte sagt Tschüss, alle anderen springen einfach ohne Tschüss zu sagen ins Loch. So. Ups, und ich brauche hier nochmal einen Else. Moment. If da unten ist ein Loch.
Mist, ich brauche hier noch. Das darf nicht ins gleiche If, das muss in ein anderes If. If da unten ist ein Loch. Steppe da unten rein, wenn da unten kein Loch ist, dann so. So, und hier, wenn da oben ist kein Arbeiter und da ist kein Arbeiter. Müsste es nicht eigentlich Angestellter heißen? Naja. Und da ist kein Arbeiter, dann sag tschüss. Bevor du runterspringst. Moment, kurz testen. Ups. Ach so. Moment. Ach so. Stimmt. Der da darf ja nicht in ein Loch reinspringen. If da unten ist ein Loch. Und da ist eine Wand. Dann sind wir sicher, dass wir das Loch da unten meinen. Was ist mit denen hier los? Also unter dir ist Mem 1 ist Nearest Arbeitskraft. Step Mem 1. Moment. Ach, weil die nach oben zählen? Ach, sehr doof. Funktioniert das mit dem Nieres so ja gar nicht. Schade. Naja gut, okay, dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir hier sagen, dann müssen wir hier sagen, for each von den da unter dir liegenden Feldern, wenn Mem 1 ist nichts, ach so, aber sie können, die können ja nicht zu nichts hinlaufen, weil Felder, die nicht belegt sind, ja kein Feld sind. So geht es also gar nicht. Schade. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dann guck dir halt die Felder um dich herum an und da, wo es frei ist, lauf hin, aber so geht es ja gar nicht. Dann müssen wir das anders machen, wenn da ist nix. Lauf nach da. Okay, das ist jetzt gerade nicht die eleganteste Lösung, aber was soll's. Wenn da nix ist, lauf nach da. Wenn da nichts ist, lauf nach da. Und sonst guck halt, wie du klarkommst. Und so leert sich das Ganze etwas. So, jetzt wird es gleich interessant. Ich würde wetten, der da ist der Letzte. Scheint so. So, er springt runter. Er sieht, dass da nichts ist, also rennt er dahin.
jumpt hoch. Unter ihm ist nicht nichts, also in des Ls. Unter ihm ist ein Loch und rechts von ihm ist eine Wand. Und über ihn ist überall kein Arbeiter, also sagt er Tschüss und hüpft rein. Auf dass sich eines Tages unsere Raumzeitkoordinaten wieder treffen. Tschüss. Ja, tschüss, Computer. 9 Befehle. Sehr gut. Zu guter Letzt nochmal richtig schön die Optimierungsziele völlig über den Haufen gerannt. Aber egal, weiter zum Aufzug. Tschüss. Und wir kommen zum Abschluss. Not und Langeweile machen erfinderisch. Oh, ich freue mich. Look how far we've come. I cannot believe you made it this far. I'm glad you're here. There is something I have been meaning to tell you. You see, I am a robot. And surprise, I am a robot also. We are going to leave now. But look at you. You really took these totally made-up jobs and worked together to build wonderful solutions. And also, a family. You really put the meat in teamwork. Clearly it was a mistake to solve all of the planet's big tough puzzles. Unlimited food. Unlimited transportation. Unlimited energy. More like unlimited boring afternoons. Ha ha ha, am I right? It turns out life just isn't any fun without a really good problem to solve. A nice tough pickle to crack. A real brain tickler. So we have one more puzzle for you. Are you ready? We have placed a giant bomb at the center of the Earth. You have 50 years to get off the planet. Build rockets. Figure out how to terraform other planets or whatever. Because in 50 years... Boom. Good luck. You're welcome. Congratulations. Have fun, everyone. You're going to do great. Tja. Das war 7 Billion Humans. Mit der Zeit holt sich die Natur alles zurück. Auch wenn der Zeitraum vielleicht ein bisschen arg krass ist und die Blätter in dem Baum ziemlich groß sind im Vergleich zu dem Baum, der oben rausragt. Aber okay. Tja, mühsam aufgestelltes Gebäude. Es waren ein paar ziemlich harte Rätsel dabei. Wie gesagt, zwei sind hier immer noch offen. Oh, die Menschheit hat es geschafft. Tja, wer weiß, wo wir in 50 Jahren sind. They didn't know I was joking. I have one of those faces. Oh my god. This cocktail is amazing. Tja, jetzt haben sie ihre Ruhe vor den Menschen. 7 Billion Humans, ein Spiel von vielen begabten Menschen. Mit Robotermann und Roboterfrau. Ach ja, und Carol Alice und Betty. Geht ja schon wieder ganz vergessen. Nein, unserem Chef und der Chefin. Und natürlich dem Roboterchef. Oder beziehungsweise der Roboterchefin. Und Pablo. Wo ist Pablo? Da ist Pablo. Hallo. Der Ansager. Ja, und ganz vielen.
nicht ganz so roboterartigen Menschen, die dieses Spiel erfunden haben und getestet haben und übersetzt haben und komponiert haben. Und einen besonderen Dank geht auch an ganz viele Personen. Wow, an sehr vielen Personen. So viele Personen haben besonderen Dank verdient. Tja, und auch danke für mich, für uns, für euch, fürs Spielen. Ist das ein Hinweis auf einen weiteren Teil? It's so big. Ja, ich muss niesen. Ich habe genossen, nicht nur gerade, sondern auch das Spiel. Es war tatsächlich, sagen wir mal, es war stellenweise sehr einfach, stellenweise hardcore-mäßig schwierig. Aber tatsächlich schaffbar. Tatsächlich auch schaffbar, ohne dass ich die großen Hilfen gebraucht hätte. Sagen wir mal, sieh mal von dem einen Nachhilfeunterricht bei Wikipedia ab. Ja, wir haben immer noch diese zwei Aufgaben hier haben wir noch übrig. Ich weiß nicht so genau, werde ich die noch an den Anschluss hängen? Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich mir da jetzt wirklich eine Lösung im Internet angucken und nachvollziehen, und wenn ich sie verstanden habe, hier nochmal selbst nachprogrammieren. Ich glaube, so mache ich es. Ich mag keine offenen Enden. Ich meine, wir haben jetzt das Ende gehabt. Ich habe die Story durchgespielt, aber diese beiden Ebenäste hier, die zehren an mir. Ja, auf jeden Fall, um das Let's Play dann zum Abschluss zu bringen, die beiden Episoden mit den beiden Folgen, haue ich quasi einfach vielleicht habt ihr die schon gesehen, weil ich die vorher schon rausgehauen habe. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, oder ich haue sie ans Ende dran. Das ist jetzt hier Raumzeitkontinuum, je nachdem wie oder was. Ja, also wie gesagt, ich hatte schon angefangen, das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht, noch mehr Spaß gemacht als der Vorgänger. Und ich hoffe, dass die Toboro Corporation auch noch einen weiteren Teil rausbringen wird. Ich habe gesehen, sie arbeiten schon an einem irgendwie Road-Movie-Spiel. Das heißt, das geht wahrscheinlich nicht so ganz in Richtung Logik und Denkpuzzle. Aber ich lasse mich mal überraschen. Der Firma allein der Grafikstil und der Humor und die Gesellschaftskritik, die ja im Prinzip mitschwebt in dem Spiel. Ich finde die klasse und mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr guckt das jetzt hier nicht als erste Episode, sondern dann habt ihr sehr viele vorige Episoden verpasst, die, naja, lustig jetzt nicht unbedingt, aber ich hoffe doch mal zumindest, entspannend im Sinne von Programmieren kann auch Spaß machen sind oder waren. Ich versuche es ja hier so ein bisschen nicht einfach runterzurattern, Lösung, hier, ich bin der Beste, guckt mich an. Sondern auch halt so ein bisschen, ja, dieses Live-Denken, auch wenn es nicht ganz live ist, aber ihr wisst, was ich meine. Das improvisierte Denken zum Miträtseln und zum Hand an die Kopf schlagen, wie blöd ich bin und so weiter. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich selbstverständlich riesig über irgendwelche Likes, Kommentare. Und wenn es nur das ist, dass ihr die Folgen bis zum Ende guckt, das finde ich auch immer sehr schön. YouTube trackt ja alles mit den Statistiken. Und dann würde ich sagen, mache ich für hier Schluss. Bedanke mich für den Weg mit euch gemeinsam durch dieses Let's Play. Und man sieht sich garantiert wieder, hoffentlich in einem weiteren Let's Play, was auch immer das sein wird. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, tschüss. Und denkt dran, Roboter regieren die Welt.